Ja, du musst jetzt auch noch warten, bis ich ein Stück Pizza gegessen habe. Ja, dann lass uns einfach jetzt spielen, dann ist die Pizza auf einer guten Temperatur. Nicht viel zu heiß. Hau mal rein. Unterwegs. Oregon wird geladen. Ah ja. Colby, alles klar. Der ausgewählte Spieler ist nicht verfügbar. Jawohl. User joined your channel. Ah, jetzt. Was ist hier los? Was? Heiß. Heiße Pizza im Mund. Ich hab gesagt, stream es an. Ah. Willst du ein Bier, ey? Ja, Liga gerade. Wer spielt Liga? Mhm. Mir sagt ja keiner Bescheid von euch. Ich bin am Arsch. Was? Ja, schon okay. Ich hab vorhin gesagt, ne, wenn... Wir spielen das halt ich... Liga-Spiel. Ja. 1-1. Ach so, Leute. Oh, ich dachte Pro-Liga. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass du das gedacht hast. Deswegen sag ich ja. Oh, das muss ich doch noch ein Stück essen. Moment. Tim, guck mal bitte, zweite Liga, wie viel Sterne Hertha hat. Oder Colby, mir egal. 3,5. Alles gut. Okay. Ja, danke. Lol, ich hab den der ersten gesucht. Ey, genau, wie viel hat denn Köln? Guck mal nach. 3. Echt? No. Ja. Nächste Liga machen wir nur mit 3 Sternen. Ja, ich will auf jeden Fall nächste Liga wieder Hertha dabei haben. Also, das geht gar nicht. Dann kann man für die nächste Liga zum Beispiel das dann auch so machen, dass von 3 bis 4 Sternen. Ich hatte auch mal eine Idee dazu übrigens. Ja, äußer dich. Zum Thema Mannschaftsauswahl und so, ne? Äußer ich finde es ja auch zum Beispiel nicht schlecht, wenn wir sagen würden, man meldet sich an, ohne Team halt erstmal, ne? Ja. Wenn dann halt die Anmeldung durch ist, also dass man halt die Teilnehmer hat, dass man dann halt quasi einfach ganz normal so gesehen darüber redet, ja? Und sagt so, ich würde gerne mit dem Verein spielen, was spricht denn dagegen so, wenn jemand was dagegen hat, weiß, dass man da mal kurz drüber quatscht und irgendwie sich halt einig wird oder eine Alternative nimmt oder einen Alternativverein. Und die meisten sowieso aus Fangründen eigentlich natürlich mit ihrem Verein spielen möchten. Ich meine, da geht es ja nicht nur uns beiden so. Ja. Ja, und da könnte man vielleicht halt mal auch irgendwie was machen. Weil ich spiele auch nicht so gerne mit Wolfsburg. Ich denke mal, die geht's genauso wie mir. Also wenn ich zum Beispiel mit Hertha spiele oder so, dann kann jetzt außer Real Bayern, Real Barcelona oder Menu wirklich alles kommen. Kann ich wirklich versuchen, alles wegzuklatschen. Also es geht mit Hertha ohne Probleme, aber so mit einer Mannschaft, mit der man nie so wirklich spielt, das ist unvorstellbar. Ja,
Ich will jetzt mal nicht so krass sagen. Ich finde schon, ja. Aber ich sag mal, ein Klacks mit Hertha gegen Barca oder so ist es dann auch nicht. Nee, ein Klacks nicht, auf keine Frage. Ich sag ja nicht, dass es irgendwie dann alles einfach ist. Weißt du? Naja, aber ich kenne die Mannschaft ja auch halt aus dem mit Kopf. Mit der Einstellung zu tun, auch zu, dazu. Ne? Eben. Das ist ja ganz klar. Wie gesagt, ich spiele auch lieber mit meinem Verein. Ja, hast du online genommen? Ja. Nein. Doch. 10 Minuten Online-Kader. Ich teste das noch. Ey, scheiße, was sehe ich doch mal für eine Aufstellung? Ich bin gerade voll verwirrt. Ey, da haben die aber wieder was geändert. Das stimmt doch was nicht. Ja, ja. Ja, wie, ja, ja. Ja, bei mir auch. Bei mir ist auch die ganze Mannschaft verstellt. Scheiße. Wie viel Zeit haben wir noch, ey? Nervt das, ey. Könnten sich ja auch mal was einfallen lassen, oder? Nein, das mach ich. Sehen. Fünf. Drei, zwei, Scheiße. Eins. Ich hab eine Notlösung genommen. Für dich reicht die. Na denn? Oh nein. Wow. Hübscher Käse am Mikrofon. Das ist nicht schön. Hoffentlich unterhaltsames Fußballspiel. Ihre Kommentatoren Frank Buschmann und Manny Boy. Ah, Regen. Mhm. Da kann ich ja gar nicht mit meiner brillanten Technik glänzen. Mein Gott. Also Essen und so, hier geht nicht. So. Ah, tollen russischen Schiedsrichter, ey. Jawoll! Das ist Eddie. Meine, drück doch mal! Ich hab doch schon 10-mal gedrückt, Mann. Wer ist denn Joe? Ja, Joe halt. Ich will mal gucken, ob der wirklich in deinem Verein spielt. Nein. So. Ey, ey, Schiri, das musst du aber pfeifen. Ja, wofür? Ich bitte dich. Oha. Oh ja. Super. Oh, ja, guck den Ball hinterher. Oh, Ball fliegt. Nein, falsch.
Nein. Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder am Ball. Und das macht er richtig gut. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Nein! Oh nein! Oh. Hui! Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abläuft. Du wolltest jetzt da noch lacken? solange bis es klappt. Olic, ein harter Arbeiter für die ganze Wiese. Jetzt kriegt er den Ball. Tim? Ja. Da haben gerade von Remrod da die beiden Kids nachgefragt, der Minecraft-Server soll down sein. Okay, gucke ich nachher nach. Ich bin nur gerade im Spiel. Oh, alles klar. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Gott. Okay. Oh mein Gott! Okay. Was war das denn? Oh mein Genau wofür? Ja, richtig so. Wofür denn? Da. Ich stand da einfach nur. Ach so, dafür. Ah. Ach ja, komm. Diesmal sind doch die Absätzlichen. Mal rein. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Du nicht. Du nicht. Du auch nicht. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Er hat sich gut von der Linie gelöst. Den Ball abgewehrt. Oh Leute. Und der kommt genau an.
Herrschaften hier leider und sie helfen. Ja, hier, lauf mal dahin. Hey. Oh ja, wie schnell er aufsteht. So schnell konnte meiner sich nicht drehen, weißt du? Das will ich nochmal an. Und die Kugel rutscht ins Tor. Das Abstoß ist die Folge. Meine Herren. Die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Sie sind das Souveräne, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Olic. Jetzt habe ich ein Problem. Obwohl, geht noch. Oha! Fuck! Da geht er vorbei. Aber der Pass war wunderbar. Der hat die Chance überhaupt erst möglich gemacht. Das Spiel ohne Ball klappt. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Vorbei, der Konter. Das nächste Mal. Schäfer. Och nein. Wow. Mann, der wäre noch gut rumgekommen. Josu. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar, er muss Abstoß geben, Ball war im Tor aus. Ich wollte nur mal dran erinnern, ne? Es regnet. Was regnet? Quatsch. Ja. Kann nicht sein. Meiner. Kommt der nicht. Ah. Aua. Hä? Der hat die Fahne nicht in der Hand. Hast du gesehen? Hey, hey, hey. Und dann bringt er den Fuß noch dazwischen. Wow. Laufen? Oh Gott. Ball im Seitenhaus, Einwurf. Schäfer. Warum den? Warum nicht den da drüber? Aber ich bleibe Optimist, das wird sich im Zweifel ändern.
Die sind wirklich gleichwertig in dieser ersten Halbzeit. Schlicht und ergreifend, Mané. Das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Ja, ziemlich ausgeglichen. Durchaus, ja. Was ist das für eine Auswechselbank? Kann das mal einer erklären? Das habe ich getan. Ja. Doch. Danke. Ja. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Zeitgleich wollen die beiden Trainer nochmal neue Leute in die Partie bringen. Oha. Ja. Halbzeit. Ja, ja, deswegen. Okay. Den gelben Karte raus und naja. Und das macht er richtig gut. Ja, bleibt da dran. Ronaldinho. Oh. Diego. Oh. Er versucht den Ball abzuhalten. Was machen die? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwie sind die verwirrt, weil ich die Aufstellung und so alles nicht so gemacht habe. Da muss ich ja dann nochmal gucken gehen. Ja, da kommt was auf uns zu. Jetzt sind die Angreifer auf der Suche nach einer Lücke in der Abwehr. Ah, wieso sind da so viele von dir? Ja. Hei, hei, hei. Ja. Nachlässiges Angreifer. Danke. Dann! Boah, wow, links daraus den Benaglio, ey. So heißt einer Ronaldinho. Weil das Ronaldinho ist. Ja, der hat gestern gegen Diszi vier Dinger gemacht, ey. Ja, heute nicht. Mit der Plan ist. Na, schauen wir mal. Ist noch früh. Ja. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Aber hast du auf Defensiv stehen oder was? Volle Defensive. Sieht man. Only for you. Oh Gott. Oh, scheiße. Nein, das darf nicht passiert sein. Wo schießt der den hin? Ich habe den extra noch angenommen. Und er schießt den neben das Tor. Leeres Tor. Gott sei Dank. So sieht ein Pass aus. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Ja, tolle Chance. Ja, doch noch nein! Da stand er genau da, wo er zu stehen hat. Und jetzt starten sie an Konter. Geht oder hin? Und damit ist komm. Der Konter am Start. Ja, okay. Ah ja. Was geht denn hier ab, ey?
Doch, lauf doch. Nee, lauf nicht. Ah. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Mit all seiner Routine, mit seiner... Achtung! Ecke. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, es gibt Eckball. Kann jeder was draus machen? Ja. Ein Punkt ist absolut zu wenig. Sie wollen hier gewinnen. Mann, tu doch mal den Riesen da weg, ey. Klasse, hat er das gemacht, der Abwehrspiel. Oh Gott. Ah, da entwickelt sich wirklich der Ball gelassen. Boah, was machen, ey? Gerade ist schon so wieder so ein Gefühl, als würde sie jede Sekunde im Tor schießen. Weil die sich nicht bewegen. Ich weiß noch nicht, warum. Das könnte Entlastung sein. Was könnte das? Zur Entlastung. Jawohl! Stürmer! Warum? Weil der Zweikampf ein kleiner ist. Ist kein Torhüter. Nee. Er hatte gerade bei mir gesagt, ja, das ist doch ein Torhüter. Komm, Atta! 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 Ey, da stehen doch noch zwei Leute dazwischen. Warum hauen die dann nach vorne? Den raff ich nicht. Das passiert doch sonst nicht so. Ja, und das pfeift er nicht. Nee, ist klar. Nee. Wofür auch? Klasse, wie er das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Und der Steinpass, der kommt nicht an. Ach. Ey. Ich sag's ja immer, das Spiel ohne Ball ist immens wichtig. Warum springt er da drüber, ey? Das ist doch, das wird keiner machen, echt. Christian Tresch am Ball. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Diego. Ein wunderschönes Zuspiel.
Ja, Mann! Oh, Lacker! Oh. Wird aber auch Zeit. Lacker sagt er auch noch. Ja. Da wird sich so mancher Fan auf der Tribüne gefragt haben, wieso sitze ich eigentlich hier? Aber jetzt wissen Sie es, der Bann ist gebrochen. Zwei Alte bringt's nicht mehr. Zwei neue. Komm, geh weg, da Scheißanzeige, ey. Lange hat's gedauert. Jetzt ist es passiert. Endlich das erste Tor in dieser Partie. Natürlich war es ein Vorteil, aber der Schiedsrichter sagt Vorteil. Und das hat er zu Recht. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Jetzt müsste er angespielt werden. Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht hier, Fußball ist ein Mannschaftsspiel. Nach vorne, offensiver Spiel, so deute ich die Zeichen des Trainers. Oh, und warum triffst du nicht bei der Grätsche? Mann! Ja, der war auch der falsche, den er. Ne, war genau der richtige. Nee. Doch, doch. Christian Träscher war. Und jetzt startet der Kollege Lüdig. Das sieht gut aus. Wunderbarer Pass. Ich hab die ganze Zeit gezuckelt. Schon okay. Ja. Oh Gott. Ah. Ah. Regen, ey. Gefährlich, Regen. Sache. Oh, 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 dreh ich da um und schieße einfach. Mach doch nicht so ein Eckball. Und wenn jetzt nach diesem Eckball ein Tor fällt, dann ist das Spiel entschieden. Was der denn, ey? Was für ein Foul. Es muss Einwurf geben. Was? Foul? Ganz sicher, das war sau. Ui. Yes. Hast du Glück gehabt. Hat er Glück gehabt. Kein schlechtes Spiel, ey. Meine Herren. Das wäre doch nicht so schwer, ey. Kannst du auch einfach so sagen, okay, komm. Nee. Homer, paar Dinger rein. Ich bin da nicht so. Auf jeden Fall kein 9 zu irgendwas, ne?
Haben wir Abgabe, wir spielen noch gegeneinander. Hä? Wir spielen noch gegeneinander. Ich meinte jetzt nicht dich. Ja, ja. Immer doch gegen wen war das? Gegen Mops oder so? 9-2 oder so gespielt? Ob nun er 9-2 gespielt hat oder ich 2-9 gespielt habe, kommt auf Fleisch hinaus.